Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns Kids im Fußball an. Funny Fails, Skills und Goals. Habt ihr das letzte Mal sehr krass gefeiert. 40.000 Klicks hat das Video, glaube ich. Deswegen heute Episode 2. Ihr wisst, was zu tun ist, um Episode 3 zu sehen. Einfach liken, abonnieren und dann kommt das dritte Video auch online. Let's go! Digga, was? Hä? Der Hund ist Dribbler, Bruder, er tunnelt die ganze Zeit. Hä, was war mit dem Hund los? Das war Lionel Messi als Hund. Cristiano Ronaldo in Kombination. Oh. Der Torwart hat die schon alle baden geschickt. Jetzt geht der Mann da gerade noch durch, als ob das Hütchen sind. Jo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er hat die Gegner zu Hütchen gemacht. Was ein Macher. Was? Okay, 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 okay. Was macht er? Schiebt er ihn ein? Er schiebt ihn ein. Oh! Oh! Er schiebt ihn doch kein. Er dachte kurz Muay Thai-Kämpfer. Junge, hä? Sportart verwechselt. Was? Boah! Nummer 1? Geht's noch weiter? Hä? Habe ich das denn richtig gesehen? Er hat jemanden eingeschoben und dann hat er direkt einen kassiert zurück. Er hat sich direkt gerecht für seinen Teamkollegen, für seinen Mitspieler. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Den Clip habe ich schon mal gesehen. Bro, was ist das für ein First Touch? Find the Pro. Wir haben den Profi. Wir haben den Profi. Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal diesen First Touch an. Manche bei Find the Pro, die kriegen den Ball nicht mal normal angenommen. Er nimmt es. Was ist das? Digga, bei Gott, manche in der Bundesliga kriegen den Ball so nicht angenommen. Und ich meine das vollkommen ernst. Sü. Sü-Jubel hätte jetzt kommen müssen. Stark, stark, stark. Und das war geplant. Er trifft. Paolo Dybala. Paolo Dybala. Sieht aus wie Gala-Trikots. Bruder, so krank manchmal, ne? Manche Annahmen, manche Spieler. Allein an dieser Annahme, Mitnahme, war das ja schon teilweise. Könntest du denken, dass aus dem Jungen was werden könnte? Also die Technik ist da. Boah, er wurde von dem Mädchen anders hochgenommen. Anders hochgenommen. Mit Elastico. Und was für ein Elastico. Wow. Und der Vater grätscht seinen eigenen Sohn um. Na, hör auf zu lachen, Freunde. Wer weiß. Der hat noch dünne Knochen und so. Ich will mitspielen. Ich will doch nicht mitspielen. Was macht der? Bro, was machst du? Hä? 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 Sie wird nie wieder mitspielen. Nie wieder kriegst du sie zum Fußballspielen. Bro, die ist knock. Die ist knock. Und der Kleine feiert sein Tor. Ist das krank? Was war das für eine Grätsche? Ja, was war das denn? Boah. Ey, die Mädels werden immer besser, kann das sein? The next Marta. Also sie wird in 10 Jahren bei den Männern mitspielen. Sage ich. Hier, noch ein Frauenclip. Guck, die werden alle besser. In 10 Jahren werden die Frauenfußball auch richtig gut sein. Komm, wie schnell. Boah. 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 Die ist gut. Die ist gut, Mann. Die hat drauf. The next Alicia Lehmann. Guck ihn an mit Brille. Guck ihn an mit Brille. Juckt ihn noch gar nicht, dass er auf ihn gefallen ist. Was ein Torhüter. Ich hoffe, der wird mal groß später. Boah, also Einsatz ist auf jeden Fall vorhanden. Wow. Wow. Wieder irgendein Mädel. Bro, sie nimmt alle Jungs hoch. Und er
Er darf kurz 10er mitnehmen, ne? Oh, fetter 10er, kurz aufheben. Zack. Die beiden dachten sich, weiß nicht, was sie sich dachten, auch ein 10er dort drüben. Der, Digga, sie hat drei Leute zum Ausschritt. Drei Leute sind ausgerutscht. Drei Ankle-Breakers. Mach Fallrückzieher. Geil. Geil, Digga. Tschüss. Was? Next Vinicius Junior. Next Vinicius Junior. Wir haben den nächsten Vinicius Junior entdeckt. Was ist das denn, Bro? Der ist 6 Jahre alt oder so und hat so schnelle Beine. Wow, 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 wow. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen ihn beobachten. Wir müssen ihn im Blick halten. Hadi. Hadi, türkischer Clip. Türkischer Clip. Başla. Wie gut, Bro. Wie gut. Richtig, Papa. Schusstechnik auch. Also dieses Video heute, wir sehen heute wirklich die besten Fußballkids. Mit Bottleflip. Mit Bottleflip. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Chuta Matteo, das ist Matteo, Freunde. Matteo wird auch der nächste große Spieler. Matteo wird auch der nächste große Spieler. Ich frage mich halt, wie viel Druck der Sohn hat von Cristiano beispielsweise, ne? Weil der muss alle erwarten, dass er was wird. Ich frage mich, wie viel Druck die haben, so diese Nachwuchsspieler von diesen Top-Stars der Welt. So Lionel Messis Sohn, Cristiano Ronaldos Sohn, so diese Dinger. Wisst ihr, was ich meine? Einfach Scorpion Kick in Real Life. Ich check sowas nicht, ne? Man denkt, wenn man das in FIFA macht, das ist krass, aber manche machen sowas wirklich in Real Life. Nicht an Konsole, nicht mit Controller hier, diese L2 drücken, Kreis drücken. Boah. Boah. Boah, er will ihn tunneln, er kriegt direkt Karma, zack. Und sein Kollege auch. Eins. Und jetzt guck mal. Oh Mann, man sieht den zweiten gar nicht. Nein, 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 war nix, war nix. Wir gehen nach Köln. Wir gehen nach Köln. Wir gehen nach Köln. VAR. Was sagt der VAR? Was sagt er? Was sagt er? Okay, okay, okay. Okay. Gut gesehen, Schiri. Gut gesehen, Schiri. Gut. Die machen einmal mit 12. Nee, nicht mal 12. Wie alt sind die? 8 oder so, schon Rudelbildung. Die üben schon mal für später diese Rudelbildung. Diese gelbe Karten for free sammeln. Pogba schießt den. Pogba schießt den. Mal gucken, ob Pogba den macht. No look, in die Mitte. Oh nein, und dann Fortnite-Tanz. Also dieser Clip war gerade zu viel des Guten, ich bin ehrlich. Dieser Clip war gerade zu viel des Guten, ich bin ehrlich. Kinder sind so geil, ich schwöre, Kinder sind so süß. Kinder sind so süß, bei Jot. Bumm. Mit direkt heulen. Tonla, Ole, mach Beine zu. Ole, zweiter. Weint er?
Hört auf zu lachen, ihr habt alle früher mal geweint. Ihr habt alle wegen sowas mal geweint. Jeder einzelne von euch. Rabona. Oh, du bist einer von uns. Du bist einer von uns. Du bist einer aus der Rabona-Gang. Du bist einer aus der Rabona-Gang. Da zählen nicht viele zu. Da sind nicht viele drinne. Was eine Annahme. Was ein Olle. Was ein Körpereinsatz. Was ein Schuss. Was? Ah, geil. Ah. Die machen Champions League-Hymne an. Ich habe auch so einen TikTok mal gemacht. Genauso ein Video habe ich auch mal gemacht. Genauso ein Video habe ich auch mal gemacht. Auf TikTok. Ging auch gut da, war zu witzig mit Kollegen. Guckt an, Wakes auf TikTok. Champions League. Zack. Roulette mit Tunnler ist verrückt. Ich bin ehrlich, Freunde, unterschätzt den Roulette nicht. Den habe ich auch damals so gespammt. Ne, das war auch ein Skill, den ich sehr oft angewendet habe. In der Schule beim Fußballspielen, bei meinem Verein beim Fußballspielen, im Spiel beim Fußballspielen. Roulette, nicht zu unterschätzen. Lernt den, macht den. Sehr krasser Skill. Ey, das war's mit dem Video. Geil. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Mal. Peace.